Hallo YouTube, hallo, hallo, hallo. Nächste Session mit dem Proxy. Tag. Und dem anderen Hardcorer, weiß ich nicht, wo der jetzt gerade raus ist, Mucki. Ich stehe vor der Kirche, Hallöchen. Er steht vor der Kirche. Wie, warum willst du nicht rein beten? Ich bin Rasenmähen. Achso, bete, dass alles gut wird. Ja. Außerdem sind hier noch ein paar Särge zu looten. Achso, ja. Ich nehme auch mal welche mit dir. Ach ja, die Kirche, genau. Genau. Wir müssen uns noch beratschlagen, was wir hier überhaupt als, wenn wir so lange überleben, Hordenfestung benutzen. Die Kirche. Weil ich würde eigentlich sagen, dass wir uns ein Haus in der Nachbarschaft nehmen, weil wenn sie schon zertrümmern, dann ist es zumindest nicht unsere Base. Naja, wir wollen ja sowieso nur bis Tag 8 überleben. Ja, aber also ich weiß nicht. Ich wär für die Kirche, weil du hast halt, würde ich auch beim Hardcore-Event so sehen, du hast halt diesen ersten kurzen Schutz, wo du eventuell schon draufballern kannst. Und dann musst du theoretisch nur die Kirche absichern. Also willst du hier vorne schon Spikes setzen, nicht also die aus? Die Spikes wollten wir doch da, wo die Kirche herum. Ist, direkt hinten in der Ecke, ne? Ich würde die Kirche absichern. Ich setze dann nämlich schon mal außen rum welche. Okay. Aber wie gesagt, sonst nur hier bei der Kirche außenrum vielleicht ein, zwei Reihen. Jo. Ansonsten hier hinten außenrum würde ich jetzt nicht. Weil ich hatte auch eine Kirche in meinem Solo. Na denn, Eugene, stumpfigen Abend wünsche ich auch dir. Und ja, an für sich, das mit außenrum, das hat nicht viel gebracht. Okay. Nicht. Wo ist denn der Kerl? Das ist bestimmt irgendein Kriecher. Oder irgendwo im Ach, Rahmen. Der kriecht hier vorne, ja. Komm mal her. Komm mal her. Komm mal her, mein Schatz. Hier, komm mal her. Vorne rechts läuft noch ein Schweinchen, vor so einer Zeit hat. Schweinchen vorne rechts? Was heißt vorne rechts? Von mir aus gesehen rechts auf der Straße. Ja, ich kümmere mich erst um das Schwein. Da kommt noch so ein Schwein. Ja, den nehme ich. Okay. Ups. Schweinchen! Hallo! In your face! Hi! Du hast mir gerade ein Level geschaffen. Danke. Wow! Eugene! Danke! Dem schlumpfen Papa treu, wie ich mich freue. Oh, Eugene, danke, okay. Du bist ein wahrer Schlumpf. Das ist nett. Mein 8er Sub. Dann gehen wir mal auf Ressourcenjagd. Hat jemand Steine gesehen? Ah, da hinten. Ja, irgendwo da hinten. Ah nee, stimmt, 2 Monate bist du schon, ne? Yo! 2 Monate. Oh. Komm schon bald die Zähnchen. 2 Monate schon für wahrer Schlumpf. Das ist. Wow. Ja, das wird ein Schlumpfinchen. Na, ich glaube nicht, dass wir ein Schlumpfinchen. Da haben wir Mausi zum Beispiel. Oder Blood Moon. Das können Schlumpfinchens werden. Oh, ja. Vielleicht komme ich ja noch irgendwann auf meine 100 Schlümpfe. Dann habe ich das Dorf voll. Dann muss ich anbauen. So, dann. Ich werde halt nicht dagegen laufen. Also, ich habe mich ja immer gefragt, wie ein Papa Schlumpf und eine Schlumpfine mit 99 Schlümpfen auskommt. Das geht. Und wo die herkommen. Du bleibst halt voll im Training, ne? Das ist eher lange kommen, die weißt du doch. Naja, kommt immer drauf an, wie gut du bist. Ob sie dann arm ist oder nicht. nee, den wollte ich doch gar nicht auswählen. Den wollte ich auswählen. Das wissen nur Opa und Oma Schlumpf. Ja. Ja, wenn Schnitzel jetzt dran würde ich den auch Oberschnumpf nennen.
Schlumpfinchen hat auf jeden Fall ein gebärfreudiges Becken. Ja, das war's. Das muss er dann ja auch haben. War, glaube ich, die erste deutsche Kindersendung, die über Inzest geht, oder? Ja, stimmt. Naja, ich glaube, da gab es bestimmt noch mehr vorher. Ich weiß nicht, ich habe Folge 1 verpasst. Hat Gargamel eventuell alle Schlümpfe erfunden? Ich weiß es gar nicht mehr. Boah, das ist so lange her. Ja. Ich weiß gar nicht mehr. Uneheliche Vater. Was ist das? Ich weiß gerade gar nicht, wie ich geboren bin. Wir brauchen noch Spikes. Oh. Okay. Aber Grundabsicherung, ja, geht wohl. Ich mache noch 26. Das ist gut. Das kann man als ein Paar schon mal gelten lassen. Jo. Aber nur zum Paar. Autsch. Da hinten seid ihr alle. Okay. Die dicken Lockspikes oder die kleinen Holzstachelchen? Die Holzstachelchen. Die Racklickschließer. Ja, okay. Also, ich meine es auch sagen, also ich nenne die immer große Spikes, weil die mir größer vorkommen, so vom Volumen her. Halten aber weniger aus. Das ist richtig. Ich dachte, das gerade, ich hätte einen Hund gehört, Halleluja. Brauchst du ja gar nicht, bringt ja eh alle der Storch. Ja, das stimmt. Hechelt ja. Also der Storch hat Muskeltraining. Der Storch hat Muskeltraining. Ja. So. I'm out of alles. War das ein Wagen oder war das ein Wolf? Beides. Es war kein Wolf in meiner Nähe. Gut, dann war es mein Magen. Und Schlumpfine war Gargamel-Schöpfen. Ja, stimmt, das war. Das stimmt. Schlumpfine war Gargamel-Schöpfen. Schöpfen. Schöpfung. Zu Schöpfen oder eher Schöpfen? Funkschöpfung. Achso. Ausschöpfen. Nee. Ah. Ja, schöpfen. Ah. Ne? Okay. Ups. Ein Weib, um sie alle zu verführen. Ja, ich glaube, das war auch der Plan. Ja. Wenn der gewusst hätte, dass die alle schon schwul geworden sind. Oh. Ja, den auch noch. Wieso habe ich denn hier so Frame-Einbrüche? Hast du? Das ist nicht gut. Oh, oh, da hat es gerade Geräusche gemacht hinter mir. Da sind welche im Haus. Oh, solange sie im Haus sind? Ja, lassen wir es im Haus. Bis Pfeile sparen. Ja, die kannst du erstmal selber rauskommen, dann können wir uns kümmern. Ich habe jetzt irgendwie nicht wirklich viele Läster gefunden, ne? Wir müssen ja nicht die ganze Arbeit machen, ne? Die Zombies können auch mal ein bisschen Fieber arbeiten. Oh. Sozusagen eine homogene Gemeinschaft, ja? Homogene, hetero? Ein homogener. Achso. So stöhnlich. Ein Gähner. So warm kann mir da gar nicht sein. Natürlich nicht. Egal. Ich glaube ja eigentlich, dass Zwerge auf dem Weg nach Frankreich waren und nach übermäßigem Weingenuss waren es dann Schlümpfe. Mhm. Okay, das könnte natürlich. Das muss man sich mal durch den Kopf gehen lassen. Deswegen sind sie auch alle blau. Ja. Deswegen trinken sie auch alle. Ich glaube, ich habe gerade ein paar Leute erweckt. Okay. Ein paar. Was tust du? Kann sein, dass hier gleich aus dem kleinen Gebäude jemand rauskommt. Hey.
Was seid ihr denn? Ich bin bei uns an der Base. Ich bin da gerade am Aufbauen und machen. Ich meine die Herrschaften, die hier schon klopfen. Die Herrschaften. Klopfen wir noch? Naja, egal. Pochholz. Ich auch. Aber ich hab dir mal ein Auge. Okay, sie kommen. Hier ist ein Geier bei uns. Ripper und Miner. Wer kommt? Wo? Hier sind zwei Geier. Hier sind drei Geier. Das sind Geierhorde. What? Oh, das ist fies. Frage ist, ob die jetzt gleich nochmal angreifen. Mhm. Nummer 1 ist down. 21.11, nur zur Info. Das könnte knapp werden mit Holzhacken nachher noch. Nummer 2 ist auch down. Der kommt runter. Bisschen die Geier im Blick haben. Der bist du sicher, kommt runter. Alter, oder? Was? Ich bin. Brauchst du Hilfe? Noch. Oh! Da ist Hopp, der Erste. Ah, ich bin trotzdem nicht treffen, ey. Ich wollte gerade sagen, ich habe ihn getroffen. Ja, Waffe aber auch ein Spike, mein Popo. Ja. Ah! Besser ist mit Geiern zu wresteln. Ich habe ihn wieder getroffen. Ja, die sind ätzend. Ohne Spike Club ist das echt ätzend. Ja, ein Spike Club wäre schöner. Und mein Magen und schon wieder. Ja, ich auch. Jetzt fängt es an zu regnen. Ja. Oh, es wird ja richtig dusig. Vorsicht. Okay, ich komme auch mal zurück. Ja, oh, was ist denn hier passiert? Wer hat das Licht ausgeschaltet? Ah. Ist aber schlecht komm zu treffen. Ja, mein Kleiner. Ist aber richtig schlecht zu treffen. Aber es ist jetzt gerade nur der eine, der runtergekommen ist, ne? Ja. Wo ist er denn jetzt? Ah, da oben. Boah, der ist auch so spät zu sehen, ne? Hab nur noch 47 Pfeile. Was ist das? Okay. Da weiß ich nicht, wollen wir uns jetzt weiter mit dem anlegen? Eigentlich bringt er ja gut Federn, ne? Eigentlich, ja. Aber ich sehe ihn gerade nicht. Wo ist denn der? Oben. Ich sehe ihn ganz gerade so mit Umriss. Uah. Jetzt kommt er wieder runter. Zu dunkel. Ich muss mal was essen jetzt langsam. Ach ja, 3 Snowberries habe ich noch. Bibi. Die Spikes wirken, ja. Ja, habe ich auch schon festgestellt. Habt ihr jetzt beide getestet? Ja. Ja. Ich wollte nur sicher gehen. Proxy, machst du hier vorne zu? Ja. Ich muss jetzt erstmal was essen und trinken. Sonst kann ich gar nichts. Liegt zuerst mal. Ich habe noch einen Kochtopf gefunden und zwei Grillröste sogar. Oh, das ist cool. Oh. Ne? Leg ich hier mal einen rein. Ah ne, wir haben ja zwei Grills. Stimmt. Ja, mach, bitte. Was haben wir hier noch? Das kann man weg. Oma Schlumpf ja auch. Warte, ich nehme es sofort. Ibi und vergifte, das macht Spaß. So frischer. Ja, ich bin noch von vergammelten Grünen. Aber wenigstens habe ich jetzt wieder 56. Also richtig viel zu essen haben wir ja nicht. Nee. Kommt noch. Ich habe so einen kleinen Essensladen gerade gelootet, aber der hatte mehr Getränke als Essen, leider. Also ich habe gerade noch mal Essen, kommt hier rein. Essen angesetzt. Im Material, so.
Samen sind da. Ist das. Warten wir Waffen? Hier oben, oder? Oben. Ja. Ich tue die Klamotten mal hier in die Kiste bei den Schlafsäcken. Dann haben wir die Klamotten schon mal halbwegs aus dem der Mischkiste raus. Ja. Was zu überleben in der Apokalypse. Ja, Proxy. Du guckst mich so komisch an. Ich dachte, du wolltest was sagen. Oh, nö. So. Immer gleich Folgenende, hey. Ganz locker am Namen. Ich muss mal kurz meinen privaten Painkiller. Oh, was essen? So, eine bewegte Vergangenheit gehabt haben muss ein Gattin von Opa Schlumpf mit 500-jähriger Knasterfahrung und großen Herzen. Ja, das ist richtig. Da kennt sich jemand extrem mit den Schlumpfen aus. Mhm. Finde ich gut. Ich habe die schon mindestens 32, 33 Jahre nicht mehr gesehen. So lange ist bei mir noch nicht, ja, sonst wäre ich noch nicht mal geboren. Das war schwarz-weiß noch auf einem alten Fernseher mit Knöpfen, wo man aufstehen musste zum Programm umschalten. Ja. Und wenn man das Ding ausgeschaltet hat, gab es einen schönen Punkt in der Mitte, der wurde immer kleiner und kleiner und kleiner und kleiner. Was ist denn jetzt eigentlich mit dem Thema von letzter Woche hier mit Fleischkonsum und so? Nichts mehr da, hä? Wie? Ja, so Fleisch halt. Fleisch ist doch drin. Hab gesagt, zwei für. Ach so, du meinst im Chat. Mhm. Das kommt vielleicht noch. Okay. Wir müssen erstmal warm werden. Wir hatten früher auch schon Fernbedienungen. Die nannten sich nur Kinder. Ja, genau. Ja. Kann man auch so sagen. Brauchen wir nicht. Davon noch zwei. Punkte. Was nehmen wir denn? Okay. Ein Athletikspunkt fehlt mir noch, dann könnte ich perken. Das sind. Kaufen, ja. Ja, gut, lass uns eine kurze Folge draus machen. Gegen Viere seht ihr uns wieder. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss.